hey Fritz, ich bin Krieg der Sterne-Fan und hab irgendwie zu viel Geld rumliegen für so ein VR-Ding. Was kann ich mir für ein Spiel kaufen? Hey, Michi, das ist voll cool. Wenn du schon 400 Euro für das VR-Ding ausgegeben hast, dann kannst du auch noch Battlefront heißt das, in der VR-Mission spielen. Das heißt nämlich nicht Missions, sondern in einer Mission. Aha. Und das ist die hier. Man sieht einen ganz kleinen Ausschnitt auf der E3. Wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mehr ist da auch gar nicht drin. Mhm. Weil es heißt tatsächlich nur VR-Mission, also ohne S am Ende. Mhm. Und mehr zeigen sie nicht. Und was ja auch noch dazu kommt, es kommt kostenlos. Es wird für alle, die das Ding auf der PS4 haben, weil es ist, glaube ich, ist PlayStation VR exklusiv, ja. Für die wird es kostenlos angeboten werden. Und man braucht halt nur Battlefront. Und es sieht sehr danach aus, als wäre es halt hier so ein kleiner Weltraumkampf. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt schon das PlayStation VR gekauft habe und da meine 400 Euro hingegeben habe, beziehungsweise 440 Euro sind es am Ende, weil du ja noch die Kamera brauchst. Ja. Und dann habe ich vielleicht noch Battlefront, was ja auch recht viele Leute gekauft haben, auch wenn sie es dann vielleicht nicht lange gespielt haben. Dann ist das ja mal eine Sache, wo ich sagen würde, nehme ich. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage, also... Ich habe dann die PlayStation, ich habe meinen Battlefront, ich habe mein VR-Headset und ich habe meinen Raum auch so gesetupt, dass ich da VR gucken kann und so. Muss ich denn für diese Version von dem VR-Missions nochmal extra Platz schaffen, damit ich eben auch das Orchester hier unterbringe? Oder wird das nicht mitgeliefert? Das ist eine gute Frage. Vielleicht für Vorbesteller. Die armen Leute muss man ja noch füttern. Oder halt auch nicht, wenn man scheiße ist. Ja, also so ein bisschen ein Trend auf der E3 gewesen, Star Wars-Spiele mit Sekundenbruchteil-Trailern zu zeigen. Aber das ist wenigstens mal mehr als diese 7 Sekunden, die das andere Star Wars-Spiel. Die machen wir übrigens nicht hier in unserer E3-Präsentation. wir haben sie erstens nicht so im Ministück. Außerdem hat das, also da tut's mir leid, aber da kann das Video von Nerdkultur, das ist 1000-mal besser. Ja. Guckt euch das lieber an. Hat er schön gemacht. Und das machen wir, wenn es mehr dazu gibt. Ja. Mal gucken. Also für mich ist es natürlich, also ich freue mich total drauf, weil das ist halt alte X-Wing-Zeiten, vielleicht auch ein bisschen, es wird sich glaube ich ein bisschen eher sogar wie ein Rebel Assault anfühlen. Mhm. Also so sehr arcadig natürlich. Aber das ist eigentlich auch wieder mit dir als Zielgruppe gemacht, weil mehr als eine Mission hältst du doch eh nicht aus. Ja, das ist nur schön, das wollte ich mir schon sagen. Das ist wunderbar, dass das nur eine Mission ist, weil im Gegensatz, also das hatte ich bei einem Star Trek so ein bisschen das Problem. Star Trek VR-Ding, hier das Bridge Crew, das könnte länger gehen, so 20 Minuten. Und ungefähr ab Minute 15, ist ja auch blöd dann für die anderen Mitspieler, hören sie halt aus meinem Mic nur noch so ein und das ist ja auch blöd für die anderen Leute. Ne? Hier hast du 5 Minuten, alles gut und ist der Abend gerettet. So. Nee, also freue ich da schon drauf. Also, dafür setze ich auch mal so eine Brille auf. Sind wir mal ehrlich, Luke Skywalker hat auch noch eine Mission gebraucht, um zum Helden zu werden, also... Das wird gut und es kostet auch nichts. Und was nichts kostet, muss gut sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.